bin ungefähr vor 7 Jahren bin ich zur Vegetarierin geworden. Ich hatte vorhin Fleisch gegessen. Ich weiß nicht, eines Tages dachte ich auf einmal, ja, wieso muss ich eigentlich diese Tiere essen? Ich mag Tiere so gerne, ich habe Posters an den Wänden von Tieren, von weiß ich was, und ich esse euch. Es ist ja irgendwie ein bisschen pervers. Ja, schönen guten Tag oder guten Abend zusammen. Wir sind jetzt hier in Uster. Ich bin hier mit dem Robert V. Rauschmeier. Hallo zusammen. Und mit dem Ricardo. Hallo. Und mit dem Ricky Wiform. Und wir haben heute ein paar Interviews geführt mit Menschen, die vorbeigelaufen sind und auf dieses Schild aufmerksam wurden. Die Aussage vom Schild ist, wenn du nicht vegan isst, mit einem oder mit zwei S, dann unterstützt du Tierleitprodukte. Und die Argumente, die dafür oder die dagegen sprechen, waren ziemlich spannend. Und bleibt dran, wir werden jetzt hier unsere Videos rein platzieren. Ja, wir sind hier in Uster und führen gerade ein Interview mit Flavia. Flavia wollte an uns vorbeihuschen, aber wir haben sie uns geschnappt. Flavia, du hast gesagt, du bist schon vegetarisch, genau, aber noch nicht vegan. Genau. Was ist der Grund, der dich noch zurückhält? Ich esse unglaublich gerne Käse, also einfach und auch Joghurt, halt einfach Milchprodukte, die mag ich sehr gerne. Gut, ich vertrage sie auch. Es gibt viele Menschen, die vertragen keine Milch, die haben Intoleranzen und so. Und von daher ist das, glaube ich, noch so ein Hindernis oder ein Hindernisgrund, dass ich nicht vegan werde. Einfach, weil ich halt diese Produkte schon noch liebe. Ich schaue aber schon, dass es wenigstens so Bio, also einfach auch Biomilch ist, Biokäse und so. Es ist sicher nicht, ja, ich meine, es ist sicher nicht vegan, aber es ist immerhin ein bisschen besser. Ja, also das ist ja das Verrückte, dass viele Menschen, die von einer omnivoren Diät auf vegan wechseln möchten, ja, viel mehr Mühe haben, von den Milchprodukten loszukommen. Weißt du, warum das so ist? Nein, ich weiß nicht. Es hat eigentlich einen chemischen Hintergrund. Okay. In Käse und in Milchprodukten sind sogenannte Kasamorphine drin. Und diese Kasamorphine lösen bei uns im Kopf Glücksgefühle aus. Das ist bewusst von der Natur so aufgebaut, dass Babys so oft wie möglich bei der Mutter trinken gehen. Ja. Weil das Ziel ist, dass das Kind so schnell wie möglich das Gewicht verdoppelt und stärker wird. Und diese Hormone werden natürlich in Käse konzentriert, weil man entzieht Wasser, dann ist es noch fettig und dann ist es noch salzig. Das sind alles Dinge, die bei uns natürlich das Ganze wie eine Sucht machen. Und das macht einen süchtig. Ich denke, es wäre am einfachsten, wenn ich dir ein paar Erklärungen abgeben würde zum Thema Milch und warum das überhaupt, ja, mal hinterfragt werden sollte. Weißt du, warum und wann Frauen Milch geben? Ja, wenn sie natürlich Kinder bekommen, wenn sie schwanger werden und so, dann entwickelt sich das natürlich alles und das ist dann für das Kind. Und es ist klar, ich meine, die Kuh, das ist für das Kalb, das ist eigentlich nicht für uns gedacht. Das ist mir absolut bewusst. Für mich weißt du denn, was mit den Kälbern passiert? Weil die Milch wäre ja für die Kälber. Genau. Und wenn wir sie ja trinken, dann bekommen die Kälber die ja nicht. Was ist denn mit all den Kälbern? Ja, die bekommen wahrscheinlich irgendwelche Nahrung, die... Ich denke aber zum Beispiel, wenn ich jetzt so einen Demeterhof anschaue, glaube ich aber schon, dass die das noch so machen. Also Demeter-Standard ist so, dass das Kalb maximum 72 Stunden bei der Mutter bleibt. Aber 72 Stunden, das sind 3 Tage. Jetzt, ich weiß nicht, bist du selber Mutter? Nein. Nicht? Aber du hast eine Mutter, das ist ja schon... hatten wir alle zumindest, ja, genau, mal, oder hatten wir alle, genau. Ja. Kannst du dir vorstellen, wie sich das für eine Mutter anfühlen könnte, wenn eine fremde Spezies ein, zwei, drei Tage nach deiner Geburt dir dein Kind wegnimmt? Ja, grauenhaft. Also wirklich furchtbar. Das muss ja schlimm sein. Ja, genau. Und das ist aber das, was vorausgesetzt ist für alle Milchprodukte.
Also ich kann dir sagen, ich habe früher viel Milch und Käse und ich verstehe deine Liebe zu diesen Produkten, aber meine Liebe zu den Tieren ist größer, dass es ziemlich einfach war, als ich verstanden hatte, was ich mit diesen Produkten eigentlich unterstütze. Und viele wissen nicht, dass in der Milchindustrie werden nur die Weibchen behalten. Die männlichen Kälber werden getötet, weil sie ja keine Milch geben, oder? Sozusagen. Also. Sie sind ein Nebenprodukt. Das Hauptziel ist, dass die Kuh laktiert. Und stillen oder Milch produzieren für einen weiblichen Körper ist etwas extrem Anstrengendes. Mhm. Kannst du dir vorstellen, wenn man 3-4 Mal hintereinander von einer anderen Spezies geschwängert werden würde, nur damit dein weiblicher Körper als Milchmaschine dient, und wenn du mal nicht mehr kannst, bringt man dich in den Schlachthof. Genau. Ich meine, die Vorstellung ist grauenvoll. Ich meine, wenn man jetzt das mit uns Menschen vergleicht, es gab einmal eine Zeit, da war die Frau sozusagen auch eine Gebärmaschine. Und das war ja schlimm für die Frau, wenn die da so 5, 6, 7, 8 Kinder hintereinander, die wurden ja, die waren schwanger, haben das Kind geboren und wurden gleich danach wieder schwanger. Und das, ich meine, das laugt den Körper aus und eben, und nachher ist man zu nichts mehr Nutze. Das finde ich schlimm. Wenn die Tiere wenigstens das auf einen Gnadenhof könnten und nicht irgendwie dann noch getötet würden, das wäre dann immerhin. Aber ja. Es gibt ja Lebenshöfe. Das Problem ist einfach, dass die Menge, die produziert werden muss, weil die Nachfrage so hoch ist, da kann man niemals alle diese Kühe in Lebenshöfe geben. Es gäbe aber gute Alternativen. Hast du dich schon informiert über vegane Käse-, Milch- und Joghurt-Alternativen? Ja, ich hatte auch schon mal so ein Produkt. So. Vielleicht noch ein wenig gewöhnungsbedürftig, aber kommt halt schon nicht an das Original heran. Aber ich denke, man könnte sich ja umstellen. Das, ich glaube, weil der Grund, warum ich ja vor... Vor sieben Jahren bin ich zur Vegetarierin geworden. Ich hatte vorhin Fleisch gegessen. Nicht viel, nie viel, weil es mir auch schnell widerstanden. Aber der Grund war nicht, dass ich das geschmacklich, das Fleisch nicht gern hatte, sondern ich weiß nicht, eines Tages dachte ich auf einmal, ja, wieso muss ich eigentlich diese Tiere essen? Ich mag Tiere so gerne, ich habe Posters an den Wänden von Tieren, von weiß ich was, und ich esse euch. Es ist ja irgendwie ein bisschen pervers. Und das habe ich dann wirklich danach gemacht, also wirklich von heute auf morgen, peng, nichts mehr. Und das ist mir überhaupt nicht schwer gefallen. Aber von diesem blöden Käse wegzukommen, das ist einfach noch so, ja, nicht ganz so einfach. Aber denkst du, dass... Ich habe eine spezielle Frage. Glaubst du, dass Geschmack oder... sinnliche Befriedigung, Rechtfertigung genug ist, um diesen Tieren das anzutun? Nein, das denke ich nicht. Ich weiß, also ich habe oft auch, wenn ich dann die Sachen esse, ich habe dann oft auch ein schlechtes Gewissen und denke, ja eigentlich, du lebst vegetarisch, du verzichtest auf Fleisch, okay, dann müsstest du eigentlich diese Sachen ja auch nicht mehr essen. Und das ich hätte, ja... Ich hätte eine Herausforderung für dich. Und zwar, wenn man in den Laden geht, kauft man ja oft immer wieder die gleichen Produkte ein. Was würdest du davon halten, wenn du mal versuchst, einfach 30 Tage lang, einen Monat, auf tierische Produkte komplett zu verzichten? Dass du sagst, ich probiere mal Hafermilch, ich probiere mal Reismilch, Mandelmilch, Sojamilch. Das gibt es ja alles auch. Und es gibt auch sehr, sehr gute Käsealternativen, die wirklich lecker schmecken, die aus Soja gemacht werden, die aus Nüssen gemacht werden, für die kein Tier geschwängert wurde, deren Kinder nicht weggenommen wurden. Und ich denke, wenn du das mal 30 Tage versuchen würdest, möglicherweise würdest du feststellen, wie einfach das ist. Das wäre mal eine Challenge wert, was denkst du? Ich könnte es probieren. Also wir machen das doch so, gibst kein Versprechen ab. Also, du musst es auch nicht mir versprechen. Aber unterm Strich, als Frau
sollte man das wahrscheinlich am besten verstehen, wie schlimm das ist, wenn weibliche Körper für diese Milchproduktion misshandelt und ausgenutzt, ausgebeutet werden, oder? Genau. Nochmals vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Gerne. Und ja, bitte, gern geschehen, danke. Wir hatten heute, du hast heute zwei oder drei Interviews, oder? Ja. Wie fandest du das? Also spannend war, dass wir verschiedene Altersgruppen angesprochen haben. Es war ein älterer Herr dabei, es war eine ganz junge Schülerin dabei und es war dann noch eine im mittleren Alter dabei, eine Frau. Und es ist spannend, einfach so die verschiedenen Sichtweisen zu hören und auch die verschiedenen Erfahrungen und was sie wissen darüber schon, über dieses Thema. Ricky, du warst heute der Kameramann, du kommst nächstes Mal richtig zum Wort. Ich bin Bruno und ich bin der Kameramann. Genau. Schön, ich bin übrigens der Robert. Wie heißt du? Hey, schön, dass du für das Interview dir kurz Zeit nimmst. Aber du hast jetzt Frage gesehen. Wir müssen noch auf Hochdeutsch, sorry. Du hast die Frage gesehen, wer nicht vegan ist, ist also erzeugt Tierleid. Kannst du mich, also was hältst du von dieser Frage? Hast du ein Gegenargument vielleicht? Nein, eigentlich nicht. Du denkst auch, es unterstützt eigentlich das. Lebst du selber schon vegan? Nein. Was ist der Grund? Ich esse halt gerne Fleisch. So der Geschmack. Könntest du dir vorstellen, einen Monat vegan zu probieren? Ja, absolut. Ja. Es gibt ja diese Seite veganuary.ch, ich gebe dir übrigens eine Karte mit. Und du kannst dich ja mal informieren, das ist natürlich toll, dass du offen bist. Und auf dieser Karte sind so verschiedene Links, wo du Informationen einholen kannst. Und hier hat es auch unseren Kanal Tom V-Form. Du kannst du mal schauen. Super. Danke vielmals für deine Offenheit, Hans, und einen schönen Abend noch. Also am Anfang hatten wir, also ich vor allem, ich hatte noch eine leichte Hemmschwelle, ich mache das jetzt heute zum ersten Mal. Robert ist aber ein furchtloser Street-Activist, der schon ein paar richtig harte Sachen durchgegeben hat, der seine Angstschwelle auf praktisch null runter reduziert hat. Und darum habe ich gesagt, ich muss mich hier mal ranhängen und mich mal ein bisschen weiterentwickeln. Was ich sagen kann, Tom hat auch Interviews geführt und die Fragen sind sehr gut. Also da lerne ich auch immer von anderen. Und der Kameramann ist super. Ich bin Bruno und ich bin der Kameramann. Ja, also das Frage- und Antwortespiel, das kann ich natürlich schon sehr, sehr gut aus meinem Job. Ich war 17 Jahre lang und ich bin schon seit 17 Jahren Finanzberater. Und da geht es ja auch darum, den Menschen wirklich gute, konstruktive Fragen zu stellen, um herauszufinden, was ihre wirklich persönlichen Bedürfnisse, Wünsche, Ziele sind. Und wenn man das implementiert auf das Ganze mit dem Tierrechtsaktivismus, dann kann man da, wie gesagt, ich glaube, sehr konstruktive Gespräche führen, ohne die Leute zu schämen. Es geht nicht darum, dass die Leute sich schlecht fühlen. Im Gegenteil, man soll die Leute ja aufklären und gute, konstruktive Gespräche führen können. Und wieso ich eigentlich überhaupt damit angefangen habe, ist sicher wegen dem Tierleid. Wegen dem Klima, aber auch, ich finde, es ist ein Kostengrund. Also ich finde, eben gerade für Milchprodukte sowie für Fleisch ist es natürlich auch teurer. Es war sehr, sehr spannend und vor allem, was mich extrem positiv überrascht hat, ist, wie die Leute auch direkt so wie ein bisschen die Seite wechseln. Am Anfang sind sie so voll, ich bin dagegen, und dann merken sie es und sind zumindest. Genau, und werden auch skeptisch und hinterfragen. Also ich freue mich mega aufs nächste Mal. Ich bin richtig heiß drauf geworden und werde bestimmt auch mal wieder vor der Kamera sein. Und ja. Super, also dann danke fürs Zuschauen. Und zusammen, wenn das Video gefallen hat, dann liken, Daumen nach oben, genau, Daumen nach oben, kommentieren, teilen, auf die Glocke hauen und den Kanal abonnieren. Rund um die Welt. Genau, so ist es. Danke. Cool. Tschüss zusammen. Tschüss. Yes. Cool. Hey.